Herzlich willkommen zu meinem Video über die elektrochemische Spannungsreihe. In diesem Video möchte ich euch die elektrochemische Spannungsreihe näher bringen, sowie anhand einer galvanischen Zelle und einem kleinen Versuch darstellen, wie wichtig die elektrochemische Spannungsreihe ist. Bei der elektrochemischen Spannungsreihe kann man Redoxpaare, aufgelistet nach ihrem Standard-Elektrodenpotential, ablesen. In dieser Auflistung sehen wir die oxidierte Form auf der linken Seite und die reduzierte Form auf der rechten Seite. Das Standardelektrodenpotential wird durch die Potentialdifferenz unter Standardbedingungen nach dem festgelegten Nullpunkt gemessen, wobei als Bezugspotential eine Standardwasserstoffhalbzelle festgelegt wurde. Eine Halbzelle ist ein Bestandteil eines galvanischen Elementes, die aus einer Elektrode und einem Elektrolyt besteht. Die Vorzeichen, welche in der rechten Spalte vor dem Standardelektrodenpotential stehen, beziehen sich auf das entstehende Potential bei dem Verbund der jeweiligen Halbzelle mit der Wasserstoffhalbzelle durch einen Leiter. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass die reduzierte Form des Redoxpaares nicht so leicht oxidiert wie die der Wasserstoffhalbzelle, wohingegen ein positives Vorzeichen bedeutet, dass das Redoxpaar leichter oxidiert als die Wasserstoffhalbzelle, sodass hier die Elektronen zur Wasserstoffelektrode fließen. Metalle mit negativem Standardelektrodenpotential werden dadurch als unedle Metalle bezeichnet, wohingegen solche mit positiven Vorzeichen Edelmetalle oder Halbedelmetalle genannt werden. Aus den Standardelektrodenpotentialen lässt sich die Spannung, die zwischen den Elektroden entsteht, berechnen, indem man die Differenz aus dem Standardelektrodenpotential des Akzeptors mit dem des Donators bildet. Wenn man sich also die beiden Halbzellen Zink und Kupfer herausnimmt und man die beiden Standardelektrodenpotentiale in die Gleichung einsetzt, erhält man eine theoretische Spannung von 1,11 Volt. Doch was genau versteht man unter einer galvanischen Zelle? Eine galvanische Zelle macht Redoxreaktionen als Stromquelle nutzbar, wobei Oxidation und Reduktion getrennt an zwei Halbzellen ablaufen. Der Elektronentransfer, welcher von Kathode zu Anode verläuft, wird dabei als elektrischer Strom genutzt. Um darzustellen, wie die elektrochemische Spannungsreihe funktioniert, zeige ich es euch am Beispiel einer Zitronenbatterie, welche ebenfalls eine galvanische Zelle ist. Dabei werden unterschiedliche Metalle in eine Zitrone gesteckt und die Spannung zwischen den Elektroden mit Hilfe eines Multimeters gemessen. Zuerst wurde die Spannung zwischen den Metallen Kupfer und Zink gemessen. Die theoretisch berechnete Spannung liegt hier bei etwa 1,11 Volt, wobei 0,978 Volt gemessen wurden. Wenn wir uns nun weitere Metalle anschauen, die in der elektrochemischen Spannungsreihe weiter voneinander entfernt sind, lässt sich eine größere theoretische Spannung berechnen. Bei Silber und Zink beträgt die theoretische Spannung 1,56 Volt, wobei 1,068 Volt gemessen wurden. Man erkennt also einen kleinen Anstieg der Spannung zwischen den beiden Elektroden. Wenn man jetzt jedoch eine Elektrode verwendet, welche sich näher in der elektrochemischen Spannungsreihe an der anderen Elektrode befindet, ist die Differenz der Standardelektrodenpotentiale, also die Spannung, geringer, was man erkennt, wenn man eine Zelle aus Kupfer und Silber verwendet. Die theoretisch berechnete Spannung liegt bei 0,45 Volt und die gemessene bei 0,075 Volt. Rückt man allerdings so lange in der elektrochemischen Spannungsreihe auf, sodass man zwei gleiche Metalle verwendet, sollte keine Spannung entstehen, was man zum Beispiel bei der Zelle aus Zink sieht, da sich eine Spannung von beinahe 0 Volt einstellt. Doch wie funktioniert die Zitronenbatterie eigentlich? Die Funktionsweise der Zitronenbatterie beruht auf den unterschiedlichen Standardelektrodenpotentialen der Halbzellen. Am Beispiel der Zitrone als galvanischen Zelle aus den Elektroden Kupfer und Zink lässt sich das ganz einfach erklären. Hierbei dient die Zitronensäure als Elektrolyt. Die beiden Elektroden Kupfer und Zink, welche über einen Verbraucher miteinander verbunden sind, reagieren beide mit der Zitronensäure, wobei Zink stärker oxidiert, also lieber Elektronen abgibt als Kupfer. Dadurch, dass Zink also mehr positiv geladene Ionen abgibt als Kupfer, ist das Zink gegenüber dem Kupfer negativ geladen. Zink wirkt nun als Minuspol und Kupfer nun als Pluspol. Zwischen ihnen herrscht eine ungleiche Ladungsverteilung, sodass die Elektronen vom Zink zu Kupfer wandern und somit Strom entsteht. Die Elektronen, die durch die Oxidation vom Zink abgegeben werden, bewirken am Kupfer eine Reduktion der H+-Ionen zu H2. Die Redoxreaktion dieser galvanischen Zelle lautet somit wie folgt. Ich hoffe, ihr konntet durch dieses Video ein besseres Verständnis über die elektrochemische Spannungsreihe gewinnen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.